Our next speaker is from Switzerland. He is talking German. Werner Bechtel, besser bekannt als der Atom-Bernie, Mitglied vom Energieclub Schweiz. Werner Bechtel. Ja, mit Kernenergie, da können wir Taler schwingen. Mit Kernenergie sind wir reich. Aber ohne Kernenergie verarmen wir. Warum ist das so? Jede Solarzelle oder jedes Windrad, das wir installieren, braucht ein Backup, bestehend aus Pumpspeicher, Batterien oder Power to Gas. Natürlich kostet das wahnsinnig viel. Und niemand von den Medien und Behörden getraut sich, das zu rechnen. Aber wenn wir das rechnen, kostet das 10.000 Euro pro Person pro Jahr, wenn wir das Backup erstellen wollen für die Energiewende. Moment. Aber Deutschland kritisiert jetzt die Schweiz wegen der Kernenergie. Das geht natürlich gar nicht. Und auch Deutschland will bei der EU vorschreiben, dass die Kernenergie nicht nachhaltig sein soll. Aber gleichzeitig importiert Deutschland von der Schweiz bei Nacht und Nebel Atomstrom von bis zu 3 Kernkraftwerken. Das ist ja wirklich absurd. Darum, mit der ideologischen Energiewende ist die Blackout-Gefahr sehr, sehr groß. Und zwar in ganz Europa. In der Schweiz wurde jetzt sogar die Strommangellage-Gefahr noch erhöht. Und zwar ist die Gefahr größer als die Pandemie, die wir gerade haben mit Covid. Ja, darum brauchen wir Kernenergie für das Klima, für unseren Wohlstand, für unseren Wirtschaftsstandort und für die Versorgungssicherheit. In der Schweiz ist jetzt in den nächsten Tagen ein politischer Vorstoß hängig, nämlich sogar für neue Kernenergie. Und dank Kernenergie hat die Schweiz auf dem europäischen Festland den saubersten Strom. Nur Island hat noch ein bisschen sauberer Strom. Danke vielmals und viel Spaß noch. Werner Bechtel aus der Schweiz. He talked about mind-blowing numbers from backups that still don't exist. And yeah.